So, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2. Ja, wir sind heute wieder auf einer neuen Map mit einem neuen Bus. Und dieser wurde sich gewünscht schon vor, ja, ich denke mal, das waren jetzt inzwischen 2 Wochen oder so. Und zwar wurde gewünscht, dass wir mal in dem Citaro Ü oder GÜ fahren. Den haben wir hier vor uns stehen. Und zwar dann in dem Repaint Regiobus Hannover. Und auch diesem Wunsch wollte ich natürlich gerne nachgehen. Und wie ihr hier also seht, handelt es sich ja auch um dieses Regiobus Hannover Repaint. Ne, Regiobus und Region Hannover. Ja, das ist jetzt eine Überlandversion des Busses. Das ist der Mercedes-Benz Citaro O530. Beziehungsweise O530 Citaro GÜ mit 3 Türen, wie ihr seht. Das hat ein ZF-Getriebe, das Gefährt, einen Euro 2 Motor, angeblich. Weiß jetzt nicht, kann es sein, dass die 3 hier dafür steht, eventuell. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber das ist jetzt halt hier so. Hey, cool, wenn ich das Kennzeichen geändert hätte, hätte das wahrscheinlich auch hier richtig gestanden. Und wir haben nur eine gelbe Plakette. Ja. Gut, ist so. Und der Bus hat die Überlandfront, wie wir sehen. Der ist vorne so ein bisschen, ist aber gegen eine Wand gelaufen, das sieht er aus. Also so ein bisschen eingedellt. Und wir fahren heute. Die Linie 452 vom Nauenweg in Immeberg zum Theater. Wir machen also heute ihr großes Theater. Ja. Über Poststraße Feuskirche, da waren wir auch schon, glaube ich. Zimthütte, hey. Also mal, wenn das wirklich das ist, wonach es jetzt hier so klingt, dann bin ich da ja schon mal ganz heiß drauf, ne? So, dann würde ich sagen, wir haben jetzt auch, weiß ich gar nicht mehr, wie viel Zeit. 2 Minuten noch. So, Motor ist gestartet. Innen drin natürlich wunderhübsch. Ja, ein Überlandbus, ne, ist klar. Wenn ich sage, wir fahren im Überlandbus, dann fahren wir auch im Überlandbus. Ne? Ja, und wenn ihr euch das wünscht, dann gehe ich dem natürlich auch gerne nach. Wir fahren, wie ich ja erwähnte, die Linie 452 über die Route 01 und haben Lemmental Theater hier oben schon stehen. Und können eigentlich, na ne, Licht brauche ich noch nicht anmachen, können schon mal hier langsam losdampfen. Aber mit Hilfsfall, sonst komme ich nicht an mein Ziel. So. So. Ach Mann. Das, wir haben uns hier toll hingestellt, nicht? Also echt toller kann man sich hier nicht hinstellen. So, das ist unser Thumbnail fürs diesmalige Mal. War das Deutsch? Nee, ne? Für das diesmalige Mal, genau. Oh, die rennen schon ganz geisteskrank in unsere Richtung. Die sind schon ganz heiß auf unsere Ankunft. Kann ich verstehen, ne? Bei so einem sympathischen Busfahrer wie mir. Da ist das halt Hallo. So, ne? Wir haben Außenschwenktüren, wie ihr hier seht. Seht. Und auch die anderen Türen, das sind auch Außenschwenktüren, die hier recht zackig sind, bis auf die vorderen. Naja, gut, ja, das geht. Alles hält sich im Rahmen. Ja, genau. So, wir haben noch 0,5 Minuten. Und dann wird's ernst, liebe Leute. Hier unten wieder ganz schön beim Citaro. Unsere Anzeige, wie weit wir heute schon gefahren sind. Genau. Und da können wir schon ganz toll beobachten, was hier abgeht. So, jetzt aber mal langsam. Los. Und ab geht die Post. Ihr hört so ein bisschen das ZF-Getriebe im Hintergrund rumjaulen. Nächste Haltestelle. Das würde ich als erfahrener Busfahrer jetzt als gefährliche Haltestelle einstufen.
Und 50 Meter vorher schalten wir mal die Warnblinkanlage ein. Gut, an dieses 50 Meter vorher einschalten hält sich natürlich auch ziemlich genau gar keinen Arsch. Hallo. Hallo. Wir könnten eigentlich hier drin... Nein, ist noch hell genug. Zumal sind unsere Fahrgäste ja solche Leuchten, da brauchst du eigentlich gar keine Beleuchtung mehr. So. Wir haben jetzt sogar eine eigene Abbiegespur, aber die wird nicht reichen, aber wir fahren hier trotzdem mal so halb drauf dann. Ne, so gut will war's der, ne? Der gute Wille war da. Nächste Haltestelle, Immeberg, Feldweg. So, wir müssen auch so ein bisschen aufpassen, ne? Also, es ist ja schon recht gefährlich. Ah, das sieht auch noch toll aus, aber ne, das ist nicht so schön. Genau, Hauptsache ich sag, das sieht toll aus, aber das ist doch nicht so schön. Wir müssen aufpassen, dass uns hier keiner reinfährt. So, na gut, langsam wird dann ein bisschen hier zu dunkel. Ich mache jetzt mal doch Licht an. Guten Tag, verehrte Fahrgäste. Hallo. I hope it goes you good. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Hallo. Also Hallo. Mit mir lernt ihr hier perfekt Englisch. Da kannst du echt sagen, was du willst. Ich mache hier immer Englischkurse. Englischkurse für On-Catcher. Manchmal auch schon für Runaways, also für Fortgeschrittene. Hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wie die Kursteilnehmer so sind. Ja, weil ich kann ja nicht einfach so auf die einprügeln mit Inhalt, wenn die noch gar nichts wissen, weißt du? So. So, über dieses Gewubbel da darf man ja eigentlich gar nicht drüber fahren. Außer wenn es die Größe bzw. Bauform schieß mich tot des Fahrzeuges nicht anders ermöglicht. Ich sah mich gerade leider genötigt, das so zu tun. Es tut mir auch unheimlich leid innerlich. Mir kamen die Tränen. Me came so, ja, weißt du? Die Tränen eben, ne? Ach Gott, wie das aussieht gerade. Eieiei. Also man merkt, ich bin schon wirklich Englisch-Experte. Ja. In meinem Zweitberuf als Englischlehrer. Ah, ist also. Boah, guckt mal hier. Warte mal, da sieht man hier Lichteffekte. Nein, nicht so richtig. Ich hätte sagen können, dass sich das Ganze ja so ein bisschen... Ja, doch so ein bisschen gelblich ist das durch die Sonne. Aber nicht ganz. So. Oh. Schon wieder so ein schöner Ort. Meinst du nicht, hier irgendwie kriegen wir mal einen Daumennagel hin? Wisst ihr, was ich meine? Ein Daumennagel. Also ein Thumbnail. Oh, ja, pass auf, jetzt müssen wir. War hier richtig geneigt, als ob wir hier in so Rennkurven sind. So, das würde ich ja auch als gefährlich einstufen. So. Guten Tag. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, ne? Wir haben eine Minute Verfrühung, die können wir hier mal kurz abwarten. Auch wenn wir wahrscheinlich, halt mit Verkehnter uns eigentlich auf. Hier ist gar keiner. Dann können wir doch hier ruhig warten. Du, das ist nicht ganz akkurat hier gemacht. Hier eigentlich müsste das ja auch mit blinken. Aber die Kennzeichenbeleuchtung, die ist super. Hinten vorne geht es wahrscheinlich auch irrtümlicher. Nee, hinten nicht. Vorne nicht. Ist ja in echt auch nicht, nur es kann sein, dass es so implementiert ist, als wenn alle Kennzeichen angehen. Kann sein, dass es so programmiert ist. Man scheint aber hier gut differenzieren zu können. Ich habe aber sonst noch nie einen Bus in Omsi gesehen, der auch die Kennzeichen richtig beleuchtet hat. Ich habe da was falsch in Erinnerung. Das geht natürlich auch. So, Doppelblinken einerseits zum Ausfahren, der anderen Seite direkt hier zum Links abbiegen. So. Nächste Haltestelle. P2. Also wir sind ja heute schon einiges durch die Gegend gefahren. 1,3 Kilometer. Im Stadtverkehr müsste man die erstmal fahren. Also mir gefällt es ja einfach unheimlich... Habe ich eigentlich die Elbspfeile noch an? Ja. Mir gefällt es ja eigentlich unheimlich gut. Lemmtal ist so mit meine Lieblingsmap insgesamt bei Omsi, weil die so so anders einfach ist, ne? Die ist so schön
gelegen. Da bin ich auch schon vor langer, langer, langer Zeit immer gern drauf gefahren. Die Map, die habe ich ja nicht erst seit gestern. Und ja. Wir haben schon wieder so viel Verfrühung. So, jetzt muss ich jetzt gucken. 452 geht geradeaus. So, die 30 gelten immer noch. Wenn jetzt nicht verdammte Hacke mal hier was Neues steht. Aber das Ortseingangsschild kann man, denke ich mal, gut deuten als Beginn eines neuen Tempolimits. Und zwar höchstens wieder 50. Würde ich mal vermuten, dass das auch eine Art Aufhebungsschild dafür dann ist. So, wir sind jetzt hier nicht mehr auf der Vorfahrtstraße. Und dürfen auch direkt links abbiegen. Ich frage mich gerade nur, wo ist denn hier bitte ein Parkplatz? Und wer will hier parken? Für was denn? Hier ist doch eigentlich gar nichts. Hallo? Ach so! Ach, ich bin ein Depp. Unsere Abbiegespur hat dann rot. Ich dachte schon, wieso fährt und fährt der einfach nicht? Hallo? Man hört hier das ZF-Getriebe. Ach ja, aber das könnte auch ein bisschen mehr heulen. Ne? Also bei mir ist immer so traurig. ZF4 HP 500. Du, das ist ein tolles Getriebe vom Sound allein. Das ist wirklich toll. Also echt, das kann ich den ganzen Tag hören. Ich habe da wirklich Leute, die empfinden das als Krach. Auch so ein Flugzeugtriebwerk beim Start. Ne? Andere, oh Gott, Lärmbelästigung. Ja, finde ich gerade toll, den Sound irgendwie. Ja, kann auch sein, dass ich so ein bisschen bekloppt bin, aber also ich finde das eigentlich gut. Ich meine jetzt nicht vielleicht, wenn man dann irgendwie an der Landebahn steht oder so. Dann klingt das vielleicht nicht so schön, aber wobei doch, je nachdem, klingt das aber richtig ordentlich, ne? Ja. So viel zum Thema Verfrühung. Die Ampel war wahrscheinlich mit einkalkuliert. Die Ampel des Grauens. Und hier ist jetzt wirklich P2. Hier ist unser Kollege von der 450. So, und die Autos hinter uns kriegen jetzt die Krise, wenn sie sehen, da war gerade ein Bus und jetzt kommt noch einer, der hier anhält. Ach, die Tür geht aber flink. Hallo. Möchtest du auch noch einen? Du, die fährt ja gar nicht richtig hoch, die Tür. Normalerweise gehen die noch so ein bisschen rein. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Nächste Haltestelle, Poststraße. So, ich weiß jetzt nicht, ob unsere Überlandpartie schon zu Ende ist. Wäre ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ja, wo muss ich denn jetzt hier lang? Halt, nee, noch nicht die erste, das ist die zweite. Genau, hier, die müsste das eigentlich sein. Kann ich direkt anlassen im Blinker, dann fahren wir wieder rein. So. Ach, und ich darf direkt fahren. Ist das kein toller Knüller hier? Aber hier nur 30. Wahrscheinlich ist auf der Straße wirklich so viel los sonst, dass der Bus hier lieber separat fährt. Oh, guck mal, der war gerade auf dem Haltestellenhäuschen. Der hat was drauf, du. Mach mal die mittlere Tür auch auf. Hallo. Hallo. So, alle eingestiegen, dann ist alles gut. Wir sind wieder gut in der Zeit und haben schon 3 Kilometer, was recht viel ist eigentlich. Weil normalerweise. So. Hm.
Gut, im Stadtverkehr ist das auch viel, aber wir sind auch ein bisschen über Land gefahren. Dann ist es natürlich ein bisschen anders, aber trotzdem, drei Kilometer ist schon, muss man mit dem Bus erstmal fahren. Und wenn es jetzt über Land ist, ne? Für eine Viertelstunde, die das Video erst geht, ist das schon, denke ich mal, eine gute Strecke. Wir sind da schon wirklich viele kleinere Strecken in der Zeit gefahren. Aber dieses Blinker-Tickern finde ich wirklich angenehm. Es gibt ja wirklich andere Töne, da kriegt man echt einen Anfall, wenn man das hört. Bei irgendeinem Bus war das mal. Bei dem, was war das? Bei irgendeinem Solaris war das, glaube ich, auch mal. Da kriegt man echt einen Ohrenkrebs auf Dauer von, wenn man das den ganzen Tag hört. Das ist ja mehr Zumutung als Musik in jedermanns Ohren. Aber wir haben sogar unsere eigene Busspur. Das ist natürlich schon mal schön. So ein bisschen extrem hier auch auf der Map, denn normalerweise, wir sind ja gerade über Land gefahren und jetzt sind wir hier so, sag ich mal, richtig tief in der Stadt. Das ist natürlich schon so ein bisschen, ja, gegensätzlich eigentlich, ne? Was ist das jetzt hier? Rathausplatz? Zechergasse? Rathausplatz. Nächste Haltestelle, Rathausplatz. Wir hätten an der Zechergasse eigentlich auch halten müssen, aber da war ja keine. Da hat uns gar keiner Beachtung geschenkt, da war noch nicht mal jemand, der hätte mitfahren wollen. Mal beide Türen auf, so ein bisschen frische Luft. Aber diese Tür ist schön, ne? Gefällt mir gut. Ne, die fährt auch nicht hoch. Die macht sich einfach nur zu. Ja. Über Kenitzplatz fährt der Bus, okay. Ah, jetzt müssen wir hier noch so lange ausharren. Halt. M war das. Schon ein bisschen trottelig. Oh, den Motor mal aus. Mal gucken. Wobei, ich mache das ja auch keiner für eine Minute. Ne? Das ist ja eher schädlich, dieses schnelle An-Ausmachen. Jetzt müsste eine Anzeige kommen. Sie sparen so und so viel Kilogramm CO2. Vielen Dank. Es interessiert sich hier wirklich gar keiner für uns, ne? Wir stehen hier wie Deppen. Die ganzen Leute sitzen hier auch noch drin und fragen sich, was soll jetzt hier passieren? Tja. So, machen wir wieder an. Hören wir uns jetzt mal von hinten an. Auch klang gar nicht so schlecht, ne? So. Perfektissimo, ne, würde ich mal sagen. So zeitlich vom Timing. Ich werde immer besser, ne? Und wahrscheinlich jetzt rechts. Nächste Haltestelle, Volkskamp-Kirche. Ja, ich kann mich jetzt leider hier gar nicht anders hinstellen. Jetzt kommt der eigentlich nicht durch. Ja gut, der fährt einfach durch mich durch. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, das war natürlich auch eine Art Fehlkonstruktion hier, weil wenn hier Gelenkbusse rumfahren, die haben echt gar keine Chance. Da hätte man wirklich die Ausfahrt irgendwie anders gestalten müssen. Oder das Gebäude. Da steht ja wahrscheinlich ein Gebäude, denke ich mal. Ja, ja, einfach die Gebäude wegschieben oder abreißen. Nur damit der Gelenkbus um die Kurve kommt, richtig. Wir stehen halb auf der Gegenfahrbahn. Naja, aber der Bus gefällt mir gut. Aber sagen wir so, wenn wir jetzt hier nur Innerland,
in der Stadt unterwegs sind, dann ist das natürlich eigentlich ein bisschen sinnfrei. Ich dachte eigentlich, die Linie wäre richtig schön über Land. Da habe ich mich dann aber getäuscht. Habe ich nur das Gefühl, oder stehen wir wirklich schon seit 2 Minuten an der Ampel? Ich werde hier wahnsinnig. Geht hier überhaupt die Ampel? Ach. So, jetzt aber mal ein bisschen zackig hier, sonst kommen wir ja dann gar nicht mehr an unser Ziel. So, hier ist wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich finde ich jetzt eine Einfahrt. Genau, aus dem Parkhaus hier. Die wollen ja auch noch auf die Straße drauf. Macht doch gewissermaßen Sinn, dass man dann hier hält. So, komm, jetzt müssen wir gleich mal Gas geben. Oh, klingt schön, ne? Ach, ich liebe diese ZF-Getriebe. Aber hier ist das... Man könnte ja echt das Heulen noch verstärken. Weil wir hier so weit vorne sitzen und der Motor so unheimlich weit hinten sitzt, verschwindet das fast. Suppele. So. So. Hallo. Guten Tag. Hallo, wunderschönen guten Tag. So, genau, würde ich sagen. Auf geht's wieder. So, wir sind auch genau in der Zeit drin. Das heißt, eigentlich müsste die Linie genau 27 Minuten gehen, wenn wir wirklich diesem Fahrplan folgen. Und wir rechtzeitig an unser Ziel kommen. Nächste Haltestelle. Über Kreisberg? Wo ist das denn? Heißt das eigentlich, dass wir fahren dürfen oder nicht? Ich glaube ja. Wir dürfen, glaube ich, fahren, oder? Ich fahre jetzt einfach mal. Aber pssst. Ach, hier war 30 übrigens, ne? Habe ich ganz vergessen. Feuskamp, Kenitzplatz. Aber hier ist kein Schwein, ne? Wie sich das so gehört. Tja. Hauptsache, wir sind jetzt hier einen großen Bogen rumgefahren, damit hier gar keiner ein- und aussteigt. Aber so ist das eben manchmal. Der schaltet gar nicht mehr von selbst weiter. Nächste Haltestelle, Feuskamp, Franz-Pool-Straße. Aber Feuskamp klingt so ein bisschen blöd irgendwie. Feuskamp. Ne, da nicht irgendwie. Hat irgendwie schönere Namen. Hm, oh, jetzt sind wir auch wieder direkt on time. Jetzt müssen wir direkt hier durchpullern. Durchpullern, genau. Hier durchrasen. Ach, jetzt geht's wieder. Nächste Haltestelle. Lemmental-Postamt. Also entweder ich bin jetzt blöd oder... Warte mal. Kreis Rosenweg? Was? Lemmental-Postamt. Das sagt mir irgendwas anderes. Also irgendwie ist das so ein bisschen ominös gerade, aber wie dem auch sei. Waren wir nicht am Postamt? Sag mal, bin ich dumm oder was ist denn jetzt hier los? Warte mal. Postamt? Kannst du vielleicht ein bisschen heller machen? Ich bin kurz, ich sehe nichts. Rosenweg? Ach, jetzt haben wir den Rosenweg und die Zimthütte vergessen, verdammte. Ach, nee, ne? Ach, Markus. Ach.
Ah! Markus. Wie komme ich auf Markus? Postamt. Markt. Nicht Markus. Ah! Bin ich denn dumm oder was? Wie kann ich denn einfach den Rosenweg vergessen? Leute, Mensch. Und die Zimtgasse oder wie die hieß? Mein Gott. Also was... Eieiei. Haben wir das Beste freiwillig jetzt weggelassen? Ich glaube, mein Muli pfeift, du. Eieiei. Mann, oh Mann. Glaubst du es denn? Da wirst du ja echt wahnsinnig. Nächste Haltestelle, Lemmental, Markt. Ja, kann ich auf den Markt gucken. Vielleicht haben sie da auch Zimt oder sowas. Irgendwas da in der Richtung. Habe ich mich den ganzen Tag drauf gefreut, auf diese blöde Zimtgasse. Und jetzt habe ich ja noch vergessen. Ja, kein Wunder, dass sie jetzt hier die Verspätung hochnudelt, ja. Die Zimtgasse vergessen, verdammt. Ach, Mann. Kann ich so blöd sein? Nee. Ich komme darauf echt nicht klar jetzt. Das hat sich jetzt für mich zu einem recht richtigen psychischen Dilemma hier. Was mache ich hier für einen Scheiß jetzt hier? Was nehmen wir hier hin? Das ist für mich jetzt hier ein richtiges Dilemma. Ja gut, die Leute werden sich bedanken, die jetzt hier alle lang fahren. Ich glaube, wir machen uns jetzt hier nicht gerade beliebt. Weißt du was? Ich fahre jetzt einfach trotzdem, weil ich möchte nicht, dass die hier so lange stehen. Außerdem hat es eigentlich gar keinen Vorteil, wenn ich jetzt hier nicht bei meiner Busampel fahre. Wahrscheinlich, wenn hier abends oder bei der Rush-Hour viel Verkehr ist, dass ich dann hier mit dem ganzen Gegenverkehr nicht abbiegen kann. Dann macht es ja vielleicht auch Sinn. Aber jetzt gerade so um die Uhrzeit. Ich weiß ja nicht, ist das denn verboten, nach der normalen Ampel zu fahren? Also ich glaube jetzt nicht. Und ich kann es mir nicht vorstellen, weil... Wenn man nach der normalen Ampel handelt, tut man ja eigentlich auch nicht falsch handeln. So ist es ja nicht. Ist ja nicht so, dass die nur noch Schrott anzeigt. Die anderen Autos fahren ja auch nach der normalen Ampel. Ne? So, so. Ja, ich glaube, wir müssen uns mal an unsere Fahrgäste wenden in einer Durchsage. Sehr verehrte Fahrgäste. Hier spricht Ihr Busfahrer. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass es auf dieser Reise nichts aus Zimt geben wird. Da Ihr Busfahrer diese Bushaltestelle und auch den Rosenweg total vergessen hat. Obwohl heute an dem Tag, wo die Aufnahme ist, sogar Valentinstag ist. Und dann vergesse ich dann auch noch die Rosen zu holen, den Zimt. Mir kommen gerade echt die Tränen, wirklich. Mir kommen mir gerade Tränen. Oh Gott. Habe ich mich ja gerade so reingesteigert. Meine Augen tränen gerade. Entweder es hat jemand irgendeine Senfgasgranate gezündet oder irgendwie... Oder das hat mich halt wirklich so berührt. Das lässt mich einfach nicht los. Zimt, Rosen, alles, alles scheiße, Mensch. Haben wir alles vergessen. Jetzt haben wir die zum Theater. Jetzt können die sich ja einen vordudeln lassen. Aber die Rosen und der Zimt, die sind jetzt für immer weg. Darf ich ja meinem Chef nicht erzählen. Der denkt ja, ich habe nicht mehr alle... Weißt du? Was ist das denn jetzt hier? Nee, halt. Das ist ja gar nicht hier. Nee, Leute, ihr fahrt nicht mit. Was soll das denn jetzt? Hallo? Können Sie bitte das Licht anmachen? Ja, hör mal, das ist doch an. Hallo? Ja, wunderschön. Wo fahrt ihr denn jetzt alle hin? Hallo? Hallo? Ja, sag mal, schön. Seid ihr denn alle lauffaul oder was soll das jetzt hier geben? Hallo? Ja, Hallo. Bin ich dumm oder was ist denn? Ach, jetzt fangen ja noch an, alle auszusteigen. Boah, mein Gott. Ich krieg hier echt. Ich kipp hier.
Ich kippe hier gleich um, liebe Leute. So, jetzt gerade hat sich auch die Filmaufnahme verabschiedet. Das tut mir jetzt sehr leid. Das heißt, die letzten 2 Minuten haben wir jetzt leider keinen Film mehr, weil die Speicherkarte voll ist. Ich dachte eigentlich, warum soll ich eigentlich die Speicherkarte jedes Mal leer machen? Die war doch nie so voll. Ja, jetzt weiß ich, da lag ich wohl doch nicht ganz... Doch nicht ganz richtig. So, jetzt müsste ich den Fahrplan kriegen. Fahrplanauswertung. Ja, oder auch nicht. Aber normalerweise müsstet ihr jetzt alle hier aussteigen. Ich werde wahnsinnig, liebe Leute. Teilweise denke ich, bin ich bekloppt oder sind es die anderen? Da weiß ich echt nicht, was los ist. Ei. Also ich bin jetzt sowas von fertig mit der Welt hier nach dieser Runde. Ja, mit diesen Rosen und alles. Ah. Da ärgere ich mich jetzt richtig über mich selbst, dass ich all das vergessen habe, Mann. Also. Wir haben ja keine Rosen jetzt. Und noch nicht mal Zimt. Mann, ich habe doch ganz am Anfang gesagt, Zimt und alles. Und jetzt haben wir das auch noch vergessen. Ah. Nee, also jetzt mal ganz im Ernst. Wir sind jetzt hier heil an unserem Ziel angekommen. Da bin ich auch froh drüber. Wir haben es auch gefunden, nur haben blöderweise 2 Haltestellen vergessen. Einfach keinem erzählen. Erzähl jetzt bitte einfach nicht weiter. Weil das macht ja echt einen guten Eindruck, wenn irgendjemand erfährt, dass ich einfach mal 2 Haltestellen vergesse, ja. Ganz davon zu schweigen, dass das die 2 besten Haltestellen waren, die es auf dieser Map gab. Ja, mit Zimt und Rosen. Nee, jetzt hör ich auf, jetzt reicht's. Ja, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat hier, diese Runde. Wenn ihr mal wieder einen Wunsch habt bezüglich eines Busses oder einer Map, die ihr gerne mal sehen möchtet, oder auch vielleicht einem Repaint, wie es jetzt hier der Fall ist, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und sage dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.